Wo ist der kleine Stadtstreicher da wieder gelandet? Zelte? Indianerdorf? Wartet auf den nächsten Hinweis. Der zweite und entscheidende Hinweis versteckt sich hier. Und zwar auf der Klinge dieses Kurzschwertes. Wer kann es lesen? SPQR. Senatus Populusque Romanus. Und ganz einfach, der kleine Stadtstreicher ist wieder mal bei den Römern gelandet. Oder noch besser beim Fest der Spätantike in Carnuntum. Ja, und Spätantike, auch wenn hier ein Cornetto im Bild ist, ja, genau. Bedeutet zwangsweise, dass im Raum Carnuntum nicht nur die Römer waren, sondern auch Germanen. Und hier habe ich jetzt zwei Germanen. Seid ihr tatsächlich aus Deutschland? Wir sind aus Deutschland, ja. Also waschechte Germanen? Waschechte Germanen stellen aber Ostgoten dar. Wie kommt man auf das Hobby, auf die Freizeitgestaltung als Germanen oder Ostgoten durch die Länder zu ziehen? Abschalten vom Alltag, mal was anderes erleben und die Freiheit, mal nicht das Handy und den Wecker und alles im Hinterkopf zu haben. Man interessiert sich dafür, es macht einem Spaß, man macht es mit. Das ist ein cooler Ansatz, würde ich sagen. Und wenn sich mehr Leute für die Geschichte aktiv interessieren würden, dann hätten wir es, glaube ich, auf der Welt ein bisschen schöner. Dann hätten wir vielleicht Sicherheit. Was daraus gelernt aus der Geschichte, ja. Bloß, wo steckt die gute Constantia? Hier ist die Lösung. Sie kommt glatt zu Fuß in ihr Domizil. In die Villa. Und ein Sitzplatz für die Kaiserstochter. Und die Eskorte kann abziehen. Ungebetene Gäste werden natürlich hinauskomplimentiert. Soldaten, wir haben die Kaisertochter verteidigt mit unseren eigenen Händen. Und das ist doch ein Einlass und Plebeia in diese Villa. Plebeia hat eure Kaisertochter verteidigt. Dafür haben wir gut gefunden. Wer denn die Damen es schaffen, zur Kaiserin vorzudringen? Ich glaube, die Wächter sind gut instruiert. Man merkt schon, die römischen Legionäre sind es gewohnt, anderen Gegnern gegenüberzustehen und nicht der holden Damenwelt. Wow, was ist das? So ein neumodisches Ding namens Videokamera kannte man vor 1700 Jahren noch nicht. Sind Sie ein Zeitreisender? So ungefähr. Okay, probieren Sie einmal, ob Sie es schaffen hier dadurch. Ja, ich glaube schon. Der kleine Stadtstreicher versucht zur römischen Kaiserstochter durchzukommen. Ich habe es nicht hin! Elias!
komm, du hast den Bannkreis überschritten und dann müssen wir natürlich handeln. Ja. Und wie man sieht, sogar beim Gang auf die neumodische Toilette wird die Kaiserstochter strengstens bewacht. Wie kommt man dazu, sich in der Spätantike einfach so zu betätigen? Ist das Spaß, Hobby, Beruf? Bei uns ist es Spaß. Also wir sind ein Verein aus Thüringen und Ritterbund Thüringen. Wir kommen extra für dieses Event hierher, jedes Jahr. Und wir sind ein Verein, wir können 7 Zeiten darstellen. Also vom Jahre 9 bis 1813 wow. machen wir einiges und sind in ganz Europa unterwegs und machen vor allen Dingen richtige Schlachten, machen wir mit Vollkontakt und so weiter. Also wir sind das Kämpfen gewöhnt, deswegen sind wir meistens die Leibwache oder die Leibgarde. Was heute gezeigt wird, ist, wie man im alten Rom einen Pfeil entfernt hat, wenn einer mit Pfeil verletzt war. Alle Werkzeuge und Instrumente, die benutzt werden, und auch die Medikamente und die Anwendungen sind alle authentisch, wie sie in der Spätantike verwendet worden sind. Schon. Lass mal wieder! Es gibt jetzt erstmal Beruhigungsmittel auf Grundlage von Tollkirsche und er tut ihn sozusagen ruhig stellen, weil das Geschrei kann er natürlich nicht anhören mit den pflanzlichen Drogen. Es kommt jetzt eine Creme von der Alraune drauf, um die Wunde ein bisschen zu desinfizieren. Jetzt putzt er erstmal die Wunde mit einer Mischung aus Essig und Wasser. Normalerweise würde der Verletzte jetzt wirklich schreien. Da sieht man, es wirkt. Wenn man einen Treffer mit einem Pfeil kriegt, dann ist meistens die Neigung, dass die Wunde wieder eher oben zugeht, weil es ja eine sehr enge Schnittfläche ist. Und er muss diese Schnittfläche erst mit einem Skalpell aufschneiden. Er zieht jetzt den Pfeil heraus mit diesem Instrument. Das wurde im 2. Jahrhundert vor Christus erfunden. Und das wurde erfunden von einem Diokles. Und man nennt es Löffel des Diokles. Und die Spitze fährt ins Loch hinein. Und so kann man es rausziehen, mit Samtspitze. Er muss oftmals, sieht man jetzt gleich, brechen. Con mucho cuidado. Wegen der Hebelkraft. Weil wenn es zu lang ist, dann entstehen extreme Schmerzen. Jetzt kann es viel leichter rausziehen, weil es kürzer ist. Jetzt hat er es eingehängt und jetzt muss er es rausziehen. Jetzt hat er den Fall rausgekommen. Das ist ein pflanzliches Mittel, das die Blutung stoppen soll. Er wird eine Mischung aus beiden Systemen machen. Er wird nähen und klammern. Er mischt Pulver von Bergkristall mit einem pflanzlichen Mittel und gemischt ist es ein sehr gutes Mittel für die Vernarbung. Jetzt muss er die Behandlung beenden, indem er eine Bandage drumherum macht. Und jetzt füllt der kleine Stadtstreicher mal die Einladung für das Dinner der Kaiserstochter aus. Und was wäre ein kaiserliches Dinner ohne Musik? Thank you.
Campingurlaub ist das offenbar keiner, der hier gemacht wird. Dürfte ein Soldatenlager sein. Und kaum schnitzt man, holt einem die bessere Hälfte nach Hause. So, wenn ich jetzt von den Zehenspitzen bis zum Kopf statt umgekehrt hochfahre, wie sehr schwitzt man im Sommer eigentlich in so einer kompletten Germanen-Adjustierung? Kommt ganz drauf an, wie der Stoff ist. Der Stoff ist jetzt eher dünn, da geht es mit Wollstoff. Mit Leinenstoff geht es auch. Gut, es gibt Tage, da wo es richtig heiß ist und da wo man schwitzt, aber nein, da muss man das halt einmal waschen, das Ganze. Das ist kein Ding nicht. Aber wenn man sich im Schatten aufhält, dann ist schon zum Aushalten. Na, den Helm trägt unser Germane aber nicht selber, außer er kämpft in der Arena. Aber man sieht, so unkomfortabel war das gar nicht. Hier sehen wir so das Inventar, das ein Germane im römischen Heeresdienst mit sich führte. Alles Mögliche, Öllampe, eine Klapppfanne, also das könnte man sich heute noch gut vorstellen. Natürlich ein Schwert und Schleudern, denn das waren Dinge, die die Germanen den Römern voraus hatten. Und jetzt werden wir Zeuge einer germanischen Ratsversammlung. Jeder Mann hat eine Stimme. Jeder. Freier Mann wie Edeling. Denn ab jetzt gilt das Thingfriede. Dass wir kämpfen und unsere Männer wieder heimbringen. Freunde, ich rufe euch zur Mäßigung auf. Ich sage nein! Ich sage, wir gehen in den Krieg und zeigen Rom, wer hier die Männer sind. Wir stimmen ab. Wer ist der Krieg? Wer ist der Frieden? Das klingt ziemlich leise, mein Freund. Ja, du hast recht. Ich beuge mich dem Willen des Kings, so wie du dich gebeugt hast vor Jahren, so beuge ich mich jetzt und wir ziehen in den Krieg. Aber führ du die Scharen an, sei du der Kriegskönig für diesen Feldzug. Gut, so sei es. Wir werden sie befreien.
Rom und in Konstantinopel dürft ihr euch aber nicht so zeigen. Ja, und wenn ich das so recht bedenke, Zeit für den Heimweg.